Ich begrüße Sie zu einem weiteren Screencasting, diesmal mit dem Thema Newsletter für Redakteure. In einer Ultraschnellversion versuche ich Ihnen jetzt mal eben die wichtigsten Schritte zu zeigen. In den anderen Screencastings, die ich zu diesem Thema schon gemacht habe, gehe ich auf alle Schritte detaillierter ein. Wenn Sie hier irgendwo etwas nicht verstehen, müssten Sie sich dann eventuell diese anderen Screencastings nochmal anschauen vorab. Also hier ist der Systemordner, wo die Newsletter nachher abgelegt sind. In der Listenanzeige stellt sich das so dar. Die einzelnen Seiten sind gleichzeitig die einzelnen Newsletter. Ich kann mir die so anschauen, die Inhalte dieser Seiten. Da sehe ich drei verschiedene Content-Elemente. Ich kann sie mir aber auch in der Templer-Voila-Ansicht anzeigen lassen, falls Sie diese haben. Ansonsten, wenn Sie die mit kein Templer-Voila installiert haben, haben Sie die andere Seitenansicht. Hier drin kann ich diese jeweiligen Elemente, wie gehabt, bei ganz normalen Content-Bereichen auch editieren und speichern. Ein Newsletter muss sich nicht aus diesen Teilen zusammensetzen. Sie können natürlich auch alles in einen Newsletter reinstopfen. Ich finde das so wesentlich übersichtlicher und praktischer. Ein Anredeteil, den Hauptdatenteil oder mehrere Hauptdatenteile und den abschließenden Teil mit Impressum, welches Sie auf jeden Fall auch von juristischer Seite her haben müssen. Wenn diese Newsletter erstellt haben, kann der Versand gestartet werden. Dafür gehe ich hier unten in das Direct Mail Modul, gehe auf die internen Seiten, sehe dort meinen Newsletter beispielsweise, nämlich den mal hier, kann mir den jetzt in der Vorschau nochmal anschauen. Das heißt, jetzt wird der hier im Frontend nochmal angezeigt, dass diese Platzhalter hier noch leer sind, also nicht die Empfängerdaten und so weiter enthalten, ist klar, weil das ist jetzt hier nur so eine Designer-Voransicht, ob alle Elemente enthalten sind hier. Ich sehe, die Inhalte sind gegeben und auch dein Outfit scheint zu stimmen, das Design. Ne? Hier oben den Grafikbereich, hier unten den Footer-Bereich, also hier oben den Header-Grafik, die Header-Grafik, hier unten die Footer-Grafik, dazwischen die noch eine technische Komponente, um halt die User-Daten zu ändern. Das wird ja eben von der Direct Mail Extension direkt eingeblendet. So, wenn das passiert ist, kann ich und durch den abnehmen, alles passt und alles stimmt. Für den ASCII-Bereich nochmal das Gleiche. Kann ich hier draufklicken. Dann wird quasi hier oben die Versandroutine durchlaufen und das ist jetzt hier der wichtigste Teil. Hier sehen Sie nochmal die E-Mail-Header-Daten zur Erklärung an der Stelle noch eben. Hier oben haben wir gesehen, wenn wir die Seite anlegen, den Newsletter anlegen, handelt es sich noch um eine normale Typo-Seite. Mit so wie die sich auch quasi hier überall sonst darstellt. Ne? Wenn wir hier irgendwo draufklicken, sehen wir ja ganz normale Internetseiten. Das sind ja hier Content-Elemente. Und so wird auch der Newsletter gemacht. Wenn wir allerdings dann hier auf diese Versandmodul klicken, auf den Part, den ich gerade angeklickt habe, dann wird dieser Datensatz ausgelesen, diese Seite wird ausgelesen und wird schon umgewandelt in ein in ein E-Mail-Format. Und dieses E-Mail-Format, das wird jetzt hier nochmal dargestellt. Das heißt, hier sind der sogenannte E-Mail-Header nochmal zu sehen. Da ist auch wichtig, dass die Absenderadressen und so weiter, E-Mail-Adressen stimmen. Dann haben Sie hier, wenn Sie weiterklicken, die Möglichkeit, nochmal Kategorien zuzuordnen, wenn es mehrere Kategorien gibt. Ansonsten steht, wenn Sie keine angelegt haben, hier nur roten nur und keine Auswahlmöglichkeit. Dann können Sie direkt weiterspringen in dem Fall. Und hier sind jetzt die Test-E-Mail-Adressen. Sie sollten sich selbst welche anlegen oder halt zumindest von Mitarbeitern oder Freunden welche nehmen. Zwei E-Mail-Adressen sind auf jeden Fall Minimum aus meiner Erfahrung heraus wichtig. Ein Test-User, der eine ASCII-Version, also eine Textversion, abonniert hat. Und die kann man ja hier abonnieren. Das kann man sich ja selbst anlegen mit einer Testadresse. Also einmal den oder alle Newsletter mit HTML und einmal ohne. Also zweimal anlegen. Hier habe ich das gemacht. Einmal hat der mit und einmal ohne HTML.
Ob das funktioniert hat, schaue ich eben nach. Ich kann jetzt hier reingehen und kann sehen, aha, einmal habe ich ein mit und einmal habe ich ein ohne. Ich sehe einmal hier den einen Empfänger, ich sehe einmal hier den anderen Empfänger, ich sehe die Text-Grafikversion, ASCII, die HTML und Grafikversion und ich sehe hier einmal die reine Textversion, die sogenannte ASCII-Version. So, das war es schon. Das hat funktioniert, die Testzustellung funktioniert. Ich gehe auf Weiter, kann jetzt die Zielempfängerliste anwählen. All diese Abonnenten jetzt hier würden diesen Newsletter bekommen, wenn ich hier draufklicke. Das mache ich mal. Er sagt, der Versand wurde freigegeben. Wenn ich dann in den Versandstatus klicke, dann sehe ich hier, dass ein Newsletter hier in der sogenannten Queue, in der Warteschleife sich befindet. Und es hängt jetzt davon ab, ob der Cronjob-Status hier bei Ihnen konfiguriert ist, dass der läuft. Wenn der läuft, wird zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt diese Schleife abgearbeitet und dieser Newsletter geht auf die Reise. Wenn der nicht läuft, können Sie hier den manuell anstoßen. Ob der läuft und wie der zu programmieren ist, entnehmen Sie entweder meinem längeren Screencasting zum Thema Installation des Newsletters oder aber auch der Dokumentation zu dieser Extension Direct Mail. Das war's schon. Vielleicht noch der Hinweis, wie Sie hier, wir haben hier diese Test-E-Mail-Adressen gesehen. Ich gehe da noch mal eben kurz drauf ein. Wenn ich hier durchgehe hier oben, dann habe ich ja da diese Test-E-Mail-Adressen in der Anzeige, welche hier angezeigt werden von Ihren Abonnenten, kann man hier in den Dokumenten in dieser Konfiguration einstellen. Hier, ganz wichtiger Part, den sollten Sie sich merken. In der Konfiguration tragen Sie hier die IDs ein Ihrer Testabonnenten. Welche das sind, können Sie hier in der Listenanzeige in dem Newsletter Systemfolder oder Systemordner können Sie hier die Adressen sehen. Und hier, ich mache mal ein bisschen mehr Platz, sehe ich die IDs. Ja, ich sehe also hier die Adressen meiner Empfänger und ich sehe hier die IDs. Ich habe da vorhin eingestellt 1, 2, 3 und hier sehe ich die ID 1, das ist der eine Test-User. Hier ist die ID 2, das ist der andere Test-User und hier ist die ID 3. Ich habe nur 1 und 3 angeklickt vorhin. Und ja, und hier kann ich auch nochmal sehen, wenn ich nochmal nachschauen will, welche Kategorien der beispielsweise angeklickt hat, beziehungsweise ob der ein HTML oder kein HTML-Format empfangen will. Das war's schon. Ich wünsche Ihnen jetzt an der Stelle viel Spaß mit Ihrem Newsletter, vor allen Dingen auch viel Erfolg und freue mich auch über Feedback, entweder hier in meinem YouTube-Kanal, auf meiner Website oder Fanpage. Bis dahin, Ihr Ralf Becker.